Ich habe mir mal wieder was Neues gekauft beim großen A. Und zwar eine Nanopresso. Damit lässt sich Espresso machen ohne Strom. Da wird das Wasser reingefüllt, es ist ein Siebträger dabei, also wird mit Kaffee gemacht. Ich werde mir aber noch den Aufsatz für Kapseln auch noch bestellen, das habe ich irgendwie verpeilt. Und das probiere ich jetzt mal. Was ich gelesen habe, um das Gerät aufzuwärmen, sollte man erstmal einen Durchgang nur mit heißem Wasser machen, das durchpressen. Und danach dann erst den richtigen Kaffee machen. Denn irgendwo ist es ja logisch, das Gerät ist kalt und wenn ich dann den ersten Shot schon mit Kaffee mache, kann der nicht richtig heiß werden, weil das Gerät entzieht dem Wasser ja Wärme. So, machen wir das Ding mal auf. Mit meinen kalten Fingern ist das wunderschön. Was kommt raus? Karton. Ich ziehe das Ding mal auf den Kopf. So. Bedienungsanleitung ist dabei. Nehmen wir die mal weg. Dann kommt noch irgendwie anderes Zeug, das kein Mensch braucht. Noch mehr Verpackung, so, und dann so schnucklig klein sieht das aus. Kommt in einem kleinen Beutel, machen wir mal auf. Ja, so sieht das aus. Von der Größe her, was ist das? 12, 13, 14 cm hoch. Hier oben kommt auch ein eigenes Trinkgefäß mit. Ein Bürstchen, um das alles wieder sauber zu machen. Das, denke ich, ist der Portionierlöffel für den Kaffee. So sieht es dann von innen aus. Und oben wird es abgeschraubt. Da sind die Einzelteile. Sieht eigentlich noch ganz ordentlich aus alles. Ja, damit wird der Druck aufgebaut. Das kann man so reindrehen, jetzt bleibt es drin und wenn man es ein bisschen rausdreht, kommt es raus. Position für den Kaffee gefunden, der ist hier. Da ist der Kaffee drin, wird hier drauf, wird umgedreht, sodass alles hier in den Siebträger sozusagen reinfällt. Der hat leichte Löcher drin und das Wasser wird dann wahrscheinlich irgendwo oben eingefüllt. So, ich gucke jetzt mal, ob ich das hinkriege. Wasser ist heiß. Ich habe jetzt mal noch keinen Kaffee drin, sondern wärme das Gerät auf und spüle es auch erstmal durch. Jetzt kommen da 50 bis 80 Milliliter Wasser in diese Tasse rein. Dann wird das Ganze fest verschlossen. Das geht recht einfach. Umgedreht und gepumpt. Achtmal, dann soll was kommen. Also, ihr seht, es kommt was. Man pumpt einfach weiter, bis nichts mehr kommt. Es gibt noch ein bisschen Unterarmtraining. So. War der erste Durchlauf ohne Kaffee. Und hat funktioniert. Jetzt tun wir mal Kaffee rein. Denn das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Aufgabe. Behälter hat noch einen kleinen Restschluck Wasser drin. Schütten wir mal weg. Ich habe jetzt hier schon ein kleines Portionchen Kaffee vorbereitet, gefüllt. Das wird dann hier so drüber gestülpt. Hoffentlich gibt das jetzt keine Sauerei. Umgedreht. Klopfen wir mal noch drauf, nehmen dann das Wärmchen ab und jupp, ist drin, ohne Sauerei. Cool. Kommt das hier wieder drauf. Und wird verschraubt. Gut fest. Dann brauchen wir jetzt nochmal heißes Wasser. Und jemand könnte schon mal meine Nordkap-Tasse rausholen, wäre ich echt dankbar. Danke. Heißes Wasser. Gut verschließen, dass einem die Brühe nicht über die Griffel läuft. Ja, Leute, wo ist die Nordkap-Tasse? Alles muss man wieder selber machen. So, Nordkap-Tasse parat jetzt endlich. Und jetzt wird gepumpt. Da kommt's, ich seh's. So cool, mit Crema.
Ich halte es natürlich jetzt extra ein bisschen höher, dass ihr seht, dass was kommt. Normalerweise würde ich das jetzt ganz über die Tasse halten. Dann spritzt das auch nicht so daneben. Und das Ganze gibt es eben auch für Kapseln, für Nespresso-Kapseln. Und eigentlich wollte ich das, denn dann hat man nicht immer mit den Kaffee-Überbleibseln das Problem. Man muss das so reinigen. So, das Ding ist leer, beziehungsweise die Tasse voll. So, jetzt guckt euch das mal an. Ich würde mal sagen, von der Crema her sieht das ganz ordentlich aus. Nach Kaffee riechen tut's auch. Das ist bestimmt scheiß heiß. Ich will jetzt nicht noch länger warten. Und trinken kann man es auch. Kaffee. Also ein bisschen längerer Espresso jetzt gerade. Cool. Jetzt besorge ich mir noch den Aufsatz für die Kapseln. Dann habe ich neben der Bialetti noch eine Backup-Lösung und eine zweite Lösung. Kann immer mal wechseln. Schadet ja nicht, zwei Dinge an Bord zu haben. Platz habe ich ja. Kommt also hier der Kaffee rein. Dann wird das da drauf gedrückt, umgedreht. Also, da ist der Kaffee drin, wird das hier drauf, wird umgedreht. Jetzt wird wieder gepumpt. Das war falsch rum. Oh Mann, kann ja nichts kommen. Oh, ich depp, es ist noch morgen. Also, nochmal, Nordkap-Tasse parat jetzt endlich. Und jetzt wird gepumpt.